43. Spieltag der Penny DEL. Schwenninger Wild Wings, die empfangen die Iserlohn Roosters. Es geht um sehr viel, denn beide Teams, die kratzen ja an Platz 10. Hinein ins Spiel, da gibt es die erste Möglichkeit für Schwenningen. Ansatzloser Schuss aus einem sehr, sehr spitzen Winkel. Jenike, da rettet der rechte Pfostner. Und Iserlohn kann da fürs Erste einmal mehr durchatmen. Weiter geht's. Auch da harte Zweikämpfe. Gute Übersicht. Ukbekele rüber. Der Pass. Tor! Was für ein toller Move von Colin Ukbekele. Da hat Brent Radicke ziemlich leichtes Spiel in der 5. Spielminute. Die 1-0-Führung für die Gäste aus Iserlohn. Und Radicke, der weiß, bei wem er sich sofort zu bedanken hat. Achtung, Bulli-neutrale Zone. Dann die Verteidiger der Roosters. Zu offensiv gedacht. Konteralarm, andere Seite, Querpass, Bingo-Tor! Lajunen mit dem Auge für Tyson Spink. 10. Spielminute. Der Ausgleich ist da in der Helios Arena. Vom Bulli weg ging es da einen Tick zu schnell für die Gäste. Man hat da zu offensiv gedacht. Und dieses Zusammenspiel ist am Ende grandios. Wild Wings, die waren jetzt auch besser in diesem ersten Drittel. Schuss erst von oben, dann Elias. Tor! 2-1 Führung für die Hausherren in der 15. Spielminute. Uvira, der ist da vor dem Tor. Der stört Jenike. Und der Nachschuss, der fliegt dann rein. Fanghandseite halb hoch von Florian Elias. Toller Schuss, ansatzlos. Und der Jubel hinterher. Greg Poss, ja, da muss mehr kommen im zweiten Drittel. Das weiß er und die Roosters liefern. Die kommen gut aus dieser Drittelpause raus. Die Roosters über außen und Tor! Was für ein Laser! Über 140 Stundenkilometer dieser Schuss von Tim Bender von der blauen Linie ansatzlos. Was für ein Strahl! Eriksson, der sieht die Scheibe zu spät. Das dann eben der verdiente Ausgleich. Schwenningen, auch da gibt es die Möglichkeit vor dem Tor. Hungerecker im Fall, aber bitte! Jenike, der liegt da zwar auf dem Hosenboden, aber Achtung, seine Fanghand, die ist Weltklasse. Genau hier, da ist er da und die Fanghand macht einen grandiosen Job. Noch besser zu erkennen in der Übertorkamera. Hungerecker macht eigentlich alles richtig, aber dann toller Save von Jenike. Es ging hin und her. Cornell auf einmal alleine vor Eriksson. Und Eriksson, auch da, mit der linken Schoner besser zu sehen in der Wiederholung, ist da entscheidend dran und fälscht diese Scheibe überragend ab. Cornell, toller Move, toller Schuss, aber findet eben seinen Meister in Eriksson. Hinein ins letzte Drittel. Harold Kreis, auch da, wer wird da den ersten Fehler machen? Überzahl Schwenningen und auch da schön herausgespielt. Jenike im Butterfly Slide ist ja zur Stelle und verhindert so die Führung der Wild Wings. Nix war's nach 60 Spielminuten. Die Overtime muss her. Greg Post, der zeichnet da nochmal was auf. Was zeichnet er auf? Wir schauen jetzt mal auf diese nächste Situation. War es vielleicht das hier? Eugen Alanov, der bekommt jetzt die Scheibe, zieht vorbei, guter Move, zieht vor in Overtime, Kopf ist oben, wunderschöner Treffer, der Siegtreffer für die Gäste, der Extrapunkt geht ins Sauerland und Alanov mit einem überragenden Tor, das ist super, von Alanov, Eriksson, null Chance und wie gesagt, dieser Extrapunkt geht am Ende nach Iserlohn.
einfach so Instinkten genutzt, da ein bisschen Platz gehabt und versucht, ein bisschen einen Move machen und sofort schießen. Das war auch lange Wechsel eigentlich gewesen. Ich dachte, ich schieße jetzt und gehe zum Wechsel, aber hat es mir gut geklappt. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht. Was uns vielleicht am Ende ein bisschen in den Arsch beißen, vielleicht unsere Chancen, die wir nicht verwandeln. Ich glaube, im zweiten Drittel haben wir in den letzten 10 Minuten 4 Riesendinger, die wir vielleicht mindestens 2 machen müssen, inklusive von mir natürlich. Die Schwenninger Wild Wings nehmen immerhin dann noch einen Punkt mit aus dieser Partie und die Iserlohn Roosters zeigen nach dieser Niederlage am Freitag gegen Nürnberg ein sehr, sehr gutes Gesicht. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.